Französische Verbindung und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Transim World 3, der Danny spielt das. Willkommen in Lewis. Ein Zug mit Fähranschluss ist aus London angekommen und Sie sind mit der Fahrt des letzten Abschnitts bis zum Newhaven-Harbor beauftragt. Ja, und das wird heute unsere Aufgabe sein, während hier schon ein Zug abfährt. So, wir werden hier erstmal an diesem wunderschönen Bahnhof, beziehungsweise, ja, Bahnhof kann man schon sagen, hier einsteigen in unseren Zug. So. Ich würde sagen, wir machen aber erstmal vorher ein schickes Foto, wo wir einsteigen. So, das haben wir auch erledigt. Dann können wir einsteigen. Schließen die Türe. Schauen uns das mal an. In unseren Sitz setzen. Genau, da müssen wir rein. Schon wieder zu, oder? Jetzt ist sie zu. So. Da müssen wir natürlich als erstes mal den Generalschlüssel auf anmachen. So. Richtungsschalter auf. Vorwärts. So. Türen entriegeln. Das haben wir gemacht. Türen verriegeln. Und natürlich die Zugsicherungssysteme einstellen. So. Achso, okay. Signal, Scheinwischer. Pfeife. Tür. Alles freigeben. Okay, lassen wir das erstmal. Fahren wir einfach mal los, würde ich sagen. Ja, fahren wir einfach mal los. Meilen bis nach Newhaven. Newhaven, ja. Ich glaube, so nennt man das. 20 Meilen erstmal pro Stunde haben wir hier als Geschwindigkeit vorgegeben. Sollst du schneller fahren? Ach, nicht Bremse. Nein. So. So. Schneller wollen wir werden, nicht langsamer. Meilen. Wunderschön. Wunderschön. Aber haben wir gar keine Lichter an? Geht ja gar nicht. Was ist das denn? Für eine schlampige Arbeit. Sand. Ah, da kann man die Geschwindigkeit vorwählen. Ah, warte. Das hätte ich wahrscheinlich vor dem Fahren losfahren müssen, machen sollen, ja. Ah, egal, es ist zu spät. Jetzt ist es zu spät.
Scheibenwischer. Ja. Pfeife. Wir gehen denn hier die Lichter an? Das sollte normalerweise hier drin sein. Geschwindigkeit, Wagenlänge, ja. Komisch. Normalerweise gibt es doch dafür einen Knopf. Wir sind zu schnell. So, 3,0 Meilen noch. Auf unserem Weg nach New Haven Harbor. Wetter scheint mir zu spielen. So, bremsen schon mal. Wobei ein bisschen Strecke haben wir noch. Yards gleich. Ach, Yards sag ich schon. Meilen pro Stunde. Nee, komm schon. Warum bleibst du denn jetzt stehen? Wahrscheinlich mein Fehler.
So, 35 Meilen ist gleich vorgegeben. Auf dem Weg zum Schiff. Vorne kommt das gelbe Vorsignal. So, das rote Signal ist natürlich wieder direkt dahinter. Ach, das ist doch immer, ich das immer liebe. Nicht. Aber wir schaffen's. Die Fähre nach Dunkirk ist gegenüber vom Bahnhof angedockt. Reisende können sich nun dorthin begeben und darauf vorbereiten, an Bord zu gehen. Wunderbar. Das haben wir soweit geschafft. Gucken, was jetzt passiert. Türen in Riegeln, das tun wir. Und da ist das Schiff. Ihr seht es in voller Pracht. Wunderschön. Wunderschön. Wir verriegeln die Türen. Das war's für diese Fahrt. Danke für die Hilfe. Ja, sehr gerne doch. Schauen wir mal, ob wir Gold geholt haben. Vielleicht können wir ja gleich noch zum Schiff hin. Das wäre natürlich schön. So, kommen, schauen wir erstmal, ob wir Gold geholt haben. Na, Silber nur. Aber okay, dann ist das halt so. Wir waren eigentlich pünktlich. Ja, ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht wisst ihr es. Ich weiß es leider nicht. So, wir können da leider nicht mehr hin. Das war's auf jeden Fall mit diesem Szenario. Ein kleines Szenario, ein kurzes Szenario, gebe ich zu, muss auch mal sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf, habt noch einen schönen Sonntag, bleibt gesund, bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal. Euer Didini Spieters. Haut rein. Ciao, Servus und Tschüss.